Sag mir mal ganz spontan, was ist dir lieber, hier oder da zu arbeiten? Ganz spontan, nicht denken, spontan, spür rein. Und alles klar, da mache ich dir dieses Gebiet heute, okay? Zieh mir bitte den Gürtel aus und dann ist. Dürft ihr euch setzen, holt euch Stühle. Holt euch Stühle, setzt euch, das ist total toll. Stell dich mal nochmal hin, ich mag dir den beiden was zeigen. Also, vor 2 Tagen habe ich die knöcherne Struktur verändert und er hat sich selber als Worst Case bezeichnet. Er war wirklich, der Kopf ging gar nicht hoch. Ja? So, kannst du es nochmal wiederholen, vielleicht, wie das mal war? Also, hier schaue ich ganz raus. Ja, genau, ja, so ungefähr, so, ja. Das. Und heute, drehe ich mal seitlich, arbeite ich jetzt in dem Gebiet. Könnt ihr das noch sehen? Er hat immer noch hier zu viel Spannung, das spürt er auch. Hier ist er auch zu kurz und da zieht es ihn deswegen hier nach vorne. Ich kann aber nie alles auf einmal, also arbeite ich heute erstmal in dem Gebiet und dann beobachten wir, was sich verändert. Okay? Das ist jetzt meine Arbeit. Es kommt auf DVD, mit ganz vielen Übungen, dass man auch sich selber weiterhelfen kann, dass es die Struktur einfach bleiben kann. Okay, Stefan, auf die Seite. Ja, leg dich mal auf die Seite. Nö. Okay. Vielleicht muss man das auch nicht durchweg, weil man sieht nicht so arg viel. Ja. Okay. Geh mal ein bisschen mehr zu mir. Bist du? Oh, ich muss mal das Teil da wegmachen. Okay, bis du mich spürst? Gut. So, was ich jetzt als erstes mache, ich verändere die Muskelstruktur hier im Bauchraum. Ich gehe unter den Rippenbogen, weil es da zu kurz ist. Ich öffne dir hier die Seiten. Gehe hier an die Rücken, Strecke und Quadratus Lumborum, der hier unten am Popo endet. Merkst du da was? Ja, ne? Hier tut es ein bisschen weh. Und was mein Ziel ist, ist nachher dir hier Länge reinzugeben. Ja? Du kannst gewinnen 2 bis 3 Zentimeter jetzt bei dir. Siehst du noch dünner aus? Ja? Okay. So ganz viel sieht man dann nachher nicht. Das Ergebnis wird nachher aber gewaltig sein, ja? Man sieht nicht viel, aber man spürt schon viel. Spüren tust viel. Tut weh hier? Ja, es ist eher unangenehm. Also es ist Ja. nicht fürchterlich schmerzhaft, aber eher Aber unangenehm. geht noch. Ja. Ich zeige dir gleich was, wo es mehr weh tut. Okay. Da? Na, das ist einfach Geht? nur hart. Ja. Oh, der da. Ja, okay. Hier? Ja. Ich werde einfach die Muskeln Fasern voneinander lösen, Verklebungen freilegen. Das können wir jetzt vielleicht eher von hinten machen, dass die Kamera kurz ausschaltet und hinten. Obwohl, ich drehe dich gleich um, da Ah geht es ja. von der anderen Seite auch. Jetzt bleibst du mal gerade halt hier. Und für dich ist wichtig, dass du einfach denkst, loslassen, lo es löst sich, ne? Locker lassen, sonst arbeite ich mich hier. Ja, nicht ganz, aber. Von mir. Okay, und mal lösen. Locker lassen, genau. Also denkst du vielleicht wie so ein, ich denke mal ein Weihnachtsplätzchenteig, ne, den man so auseinanderrollt. Okay, vielleicht hilft dir das. Ja, so, den ziehe ich jetzt auseinander, den rolle ich auseinander. Ja, genau. Genau. Und locker. Das ist immer bei jedem ein bisschen unterschiedlich gelagert. Manchmal ist die Vorderseite schlimmer, dass da die Muskulatur zu fest ist. Das geht aber bei dir, ne? Gehe ich mal ein bisschen unter den Rippenbogen. Der ist nicht so schön bei dir, ne? Der ist allesamt sehr schön, ja. Weil das zieht dich halt mit dem Oberkörper relativ weit nach vorne, wenn hier die Muskulatur zu kurz ist, ne? Ehrlich gesagt, darum habe ich gesagt unten, wenn ich mir denke. Ja. Nee, der Körper spürt, was der nächste Weg ist, ja? Was dran ist. Das spürt der Körper. Ja, das ist jetzt nicht ganz so nett. Aber das Ergebnis ist einfach lohnenswert, sagen wir es mal so, ja? Ja,
Jetzt kann man schon sehen, könnt ihr das auch sehen, wie jetzt das Gewebe nachgibt. Ja? Jetzt gewinnt er hier Spielraum. Jetzt kann ich ihn hier auseinandernehmen. So. Spürst du das auch? Mhm. Hier kommt jetzt Freiheit rein. In das, ja, jetzt kann ich hier schieben, ziehen. Genau. Du schwitzt. Ich schwitze. Ist dir heiß, ja? Ich arbeite schon, ich schwitze. Jo. Ich bin dir gleich. Wie ist es hier? Das ist okay. Ja? Da hast du jetzt einen Punkt. Ja, Quadratus Lumborum setzt da an. Ja, der flächendeckende Rückenmuskel, der endet halt hier unten. Oh ja, okay. Und wenn er hier zu feste zieht, dann hast du auch keine wirkliche Freiheit, das Becken zu senken. Ja. Spürst du ihn? Mhm. Und loslassen. Ja, vielen Dank. Das ist gar nicht einfach. Ich weiß, wenn es weh tut, loszulassen, ist das schon fast unmöglich, ne? Ich glaube, der Reflex dient aber nicht dazu, den Schmerz nicht so spüren ja, zu lassen. Ja, eben. Aha. Gewinnst Freiheit. Ja, da haben wir es. Und locker lassen. Aha, jetzt? Ich spüre nichts mehr, ich sie nur noch. Genau, das ist das Beste, was dir passieren kann. Okay, jetzt machen wir die Kamera wieder an, wenn es geht. Ja, läuft schon. Leg dich mal auf den Rücken, bitte. Jetzt möchte ich, dass du mal den Unterschied wahrnimmst. Kann man den sehen? Was ist passiert? Es kommt mir so vor, als würde ich da einfach so ausgehen. Ja, genau. Also, jetzt kann man es deutlich sehen, ja? Also, dieses Stück ist noch viel kürzer als diese Seite. Ja? Nimmst du das wahr? Also, wenn ich die Hände so aufs Becken lege, bist du hier viel tiefer. Mhm. Ja? Also, das ist jetzt einfach der Anfang, ja? Was nachher dazu kommt, ist, dass ich dies hier in die Höhe bringen muss, ja? Mhm. Dies, und das so, dass deine Schultern nachher nach unten fallen. Geht schon besser, ne? Viel besser, ne? Das finde ich auch. Ich gucke mal, ob ich hier noch was rauskriege. Dann muss ich zwischen die Rippen hier rein, damit du ja, einfach auch richtig aufbersten kannst. Ja? Und nicht mehr im Bauch, sondern hier rein. Dir fehlt hier das Volumen, ja, dich zu halten. Genau. Ja? Super. Ja? Ich komme gerade von dem Atemseminar, die das macht. Perfekt. Ja, Brustbeinatmen, also hier rein ins ja. Brustbein. Weil sonst, je mehr du im Bauch atmest, desto mehr kommt der Bauch raus. Du fällst mir hier komplett wieder ein. Ja? Also hier, der Rippenbogen klebt sich wieder zu und du gehst automatisch ins Hohlkreuz. Mhm. Ja? Um das auszugleichen. Aber du willst ja hier Entspannung kriegen und hier Öffnung. Ja? Du willst ja nach oben dich aufmachen. Oh, und wie? Und wie? Ja, soll ich da mal hinpacken? Das tut weh. Ja, aber das streiche ich aus und geht es weg. Das ist wahrscheinlich eine Verhärtung schon. Also im Po-Muskel lässt selten nach, ne? Ja, genau. Ich könnte gleich mal gucken, ob da, ich sehe schon, was das Problem ist. Die Hüften stehen nicht richtig. Dadurch hast du zu viel Spannung im Popo. Deine Beine wollen nach außen weg. Du hast auch Knickbeine nach innen, Knickfüße. Das linke Bein ist wahrscheinlich ein wenig länger als das rechte, so wie es von hier aus aussieht. Und dadurch, dass es nicht richtig in der Hüfte steht, muss der Po ganz komisch arbeiten. Ja? Und dadurch wirst du die Spannung auch ein bisschen behalten. Extrem fällt mir halt auf, die Beine gehen raus und du machst hier so, dass das also nach innen rein senkst. Und das müsste nachher eigentlich weg sein. Ja? Und dann kriegst du auch die Spannung gleich raus.
Also ich habe heute um 16 Uhr, also heute ist es so und so ab 14 Uhr, dass ich hier zur Verfügung stehe, wie schon seit um 10 oder seit gestern Morgen um 5. Und habe aber um 16 Uhr einen Vortrag, den ich glücklicherweise auf 2 Stunden legen kann. Und da können wir all das machen. Ja? Da kann ich das nur kurz erklären und den Rest arbeiten wir aneinander und können wir das verbessern. Ja? Also das ist, wenn du möchtest, mache ich dir das nachher weg. Ja? Also so wie es ausschaut, wenn du jetzt da irgendwie so einen Faserabriss drin hättest oder sowas, dann dauert es ein klein wenig. Aber Linderung und da Entlastung in das Gebiet kann ich dir allemal geben, ganz bestimmt. Geht gut? Also Linksdurchspannung und Wederum an der Rückenbogen. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Da oben merkst du deutlich. Also da hast du noch bestimmt Potenzial, ja. Und überall, wo es weh tut, habe ich Kapazitäten noch. Ja, da habe ich noch die Möglichkeit, Muskelverklebungen, Fasern wieder voneinander zu lösen. Meine Aufgabe ist es erst dann beendet, wenn keinerlei Beschwerde bildet. Nirgendwo, wo ich hinfasse. Ja, also ich, Salz, aber Eiweiß ist es überwiegend, ne? Nachher kommen Kristalline dazu, aber die Verklebung entsteht, weil zwischen den Körperflüssigkeiten, also ich habe einen Muskel, aus irgendeinem Grunde muss ja zu viel Arbeit leisten. Die Körperflüssigkeiten können nicht mehr durch diese einzelnen Fasern durch, weil er festhält. Und wenn die Körperflüssigkeit versiegt, bleibt das Eiweiß zurück. Und Eiweiß ist bekanntlich Kleber und dann klebt das. Ja, er hat jetzt so ein verklebtes System hier. Das tut ihm auch weh, ne? Das ist ganz klar. Was ihm überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, das Becken zu senken, weil die Zugkraft so extrem ist. Das kann er trainieren, wie er will. Er reißt nur das gesamt verklebte System hin und her, aber er löst nicht die Faser, dass sie sich strecken kann. So, ja? Und meine Aufgabe ist, diese Fasern, diese einzelnen, ja, wie filetieren. Ne? Ich mache einen Muskel wieder in seine einzelnen Filethäppchen. So, ja? Dann ist er. Genau, und dann kommt wieder Körperflüssigkeit rein. Und an den Schultern ist es zum Beispiel ganz deutlich zu spüren. Da macht das nachher, wenn sich das bewegt, so richtig. So wie wenn eine verrostete Kette mal einen Tropfen Öl wieder kriegt. Da kommt eine neue Körperflüssigkeit da rein. Und dann macht es erstmal so, das bewegt sich jetzt überhaupt mal wieder, so richtig. Und je mehr das dann wieder bewegt wird, ist wie bei einer Kette auch, dann läuft es wieder. Ja? Und dann hat er wieder viel mehr Bewegungsfreiheit. Und für mich ist es einfach, dann gibt es Hausaufgaben. Ja? Also ich kann das System freilegen, aber wenn man, ich sag mal, 30, 40 Jahre lang im gleichen System rumlief, hat es das Gehirn erstmal noch nicht ganz abgespeichert. Und der Mensch ist bequem, der macht erstmal das, was er kennt. Ja? Wobei, du kannst gar nicht mehr so in das alte System zurück, wie das mal war. Das geht gar nicht mehr. Der Körper richtet sich immer wieder neu aus. Also ich verändere was und schon fängt er an, sich auszuloten wieder neu. Ja? Und du kannst nicht mehr, also Stefan konnte gar nicht mehr in sein altes System, das ging nicht. Ja? So. Und je mehr ich das löse, desto mehr hat er die Wahl. Er kann dann nachher voll aufrecht stehen, kann aber auch, wenn er will, wieder in seine alte Haltung zurück. Die Freiheit hat er. Ja? Die Frage ist, was macht er jetzt draus? Ja? Und für mich ist immer so, ich gebe Hilfe, aber ich gebe auch jede Menge Selbstverantwortung zurück. Ja? Also wenn du nichts tust, dann ist das nicht, ja, das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe ganz ein riesen Repertoire an Möglichkeiten, an Übungen, die auch super effektiv sind. Und ich sehe ganz genau, ob jemand arbeitet oder nicht. Ja? Normal geht das über 4 Sitzungen, eine 5. im Petto. Und dann ist die Struktur des Körpers verändert. Und ich sehe ganz genau, ob jemand seine Hausaufgaben macht, ob er die Übungen umsetzt oder ob er sie mal macht oder ganz konsequent. Das kann man sofort am Körper erkennen. Ja? Aber es ist, du kannst hier rumfragen, fast jeder, der das schon von mir hier erlebt hat, ja, es ist dort, man ist völlig andere Mensch nachher. Gell?
Ja, also ich arbeite wirklich ohne Punkt und Komma hier. Ist das so? Ja, es gibt so liebe Leute, die stellen mir hin und wieder mal hier ein Wasserglas hin. Ja, das ist so, gell? Also Bedarf ist überall. Überall. Es ist niemand, der gerade steht. Ist leider zurzeit halt noch so. Also ich korrigiere Becken, Schiefstand, Beinlängendifferenz, gebe auch sofort die Übungen dazu, dass man das selber macht. Ja, weil ich bin ja nicht jeden Tag bei euch zu Hause und übernehme das für euch. Ja. Löse hier die Blockierungen, die Wirbelsäule hoch, den Nacken und den Kopf. Und dann sieht man schon mal, was sich gerichtet hat. Und dann kann ich im Muskelsystem sehen, was muss ich noch verändern. Also wo zieht es jetzt noch zu viel, wo ist zu wenig Spannung, was muss ich noch verändern, dass ich die Wirbelsäule gänzlich also wieder ins Lot stellen kann. Ja? So, und dann gibt es eine Sitzung, bei ihm mache ich jetzt heute hier. Andere sagen, ich brauche es aber eher hier oben wegen meinem Nacken. Und manche mache ich zuerst die Beine. Aber gemacht werden wird, muss dieses Teil und dieses Teil. Wie gesagt, der eine hat das Bedürfnis, ich fange hier an, ich sehe das auch meistens, wo ich, also mein Ziel ist immer, pro Sitzung die höchstmögliche Qualität rauszuholen. Ja? Vorhin wollte ich bei einer Frau die Beine eigentlich machen, weil sie Fußprobleme hat. Und nachher bin ich hier hängen geblieben und habe festgestellt, ja, das ist dann halt auch ein bisschen Intuition oder was mir der Körper dann sagt,